be that young rapping dude. Might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen auf den deutschen Star Wars Battlefront 2 Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Das Wetter ist so nice und Star Wars Battlefront 2 ist der Wahnsinn mit dem neuen Update. Und hier habe ich natürlich meine Meinung zum neuen Modus Totale Vorherrschaft. Es ist einfach der Wahnsinn. Dieses Wetter ist in Niedersachsen hier zumindest richtig gut. Man hat einfach automatisch gute Laune, weil die Sonne scheint. Und hier habe ich natürlich für euch das Video. Natürlich wurde ich sehr oft gefragt, ey Epic, wie findest du den neuen Modus? Was sind deine Gedanken? Was findest du an dem Modus gut? Nämlich positiven Sachen. Was findest du an dem Modus nicht so gut? Die negativen Sachen. Und natürlich habe ich einen neutralen Punkt, Leute. Und als neue Frage des Tages jetzt hier in diesem Video. Leute, wie findet ihr den neuen Modus? Lasst doch mal einen Kommentar da und schreibt das mal rein. Das würde mich mal mega interessieren. Wie findet ihr den neuen Modus? Nämlich, was sind denn eure positiven, negativen, neutralen Sachen? Da bin ich mal mega gespannt. Letztes Mal hatte ich euch gefragt, wie findet ihr eigentlich Anakin Skywalker? Und hier habe ich mal ein paar Kommentare eingeblendet. Die meisten sind aber so der Meinung, okay, der ist noch ein bisschen zu stark, den müsste man eigentlich anpassen. Man muss den jetzt nicht komplett runterpatchen, dass er richtig schwach ist. Also ein bisschen anpassen, das ist fair für jenes, weil man hat ja auch andere Helden hier am Start, dass das ein bisschen so ausgeglichen ist, dass man nicht gleich stirbt. Ja, ich denke mal, das ist in Ordnung, wenn man den anpasst. Und ja, so viel zu Anakin Skywalker, denn in diesem Video geht es nicht um Anakin Skywalker, es geht um den neuen Modus. Bevor ich aber anfange, nochmal ein großes Danke an The Red Fox für deine Kanalmitgliedschaft. Dankeschön an dieser Stelle und herzlich willkommen als Kanalmitglied hier. Jetzt ist es so krass, Leute, auch einige Spender am Start, nämlich Adrian, 20 Euro, Grüße gehen raus an dich für deine 20 Euro Spende. Scooter, auch 20 Euro in letzter Zeit gespendet, auch danke an dich, auch Grüße gehen raus. Und setz mal Birdbox, 10 Euro, danke dafür, Grüße gehen raus auch an Catchy, 2 Euro gespendet. Ja, Leute, danke für euren Support, Support ist kein Mord und das ist alles auf freiwilliger Basis natürlich, aber bin mega dankbar für euren Support hier auf diesem Kanal. Ja, jetzt geht's los, Leute. Totale Vorherrschaft, ja. Puh, der Modus ist ziemlich geil. Also, mit einem Satz befasst, ich finde den Modus wahnsinnig geil. Also, ich liebe den Modus und feiere den zurzeit mehr als galaktischer Angriff. Aber die haben die Bots rausgenommen. Jetzt fragt sich einer, ein oder andere, hä, wo sind eigentlich die KI-Spieler? Ja, Leute, die haben die Bots rausgenommen, denn manchmal gab es den Fehler, es gibt immer noch manchmal den Fehler, dass die Runde nicht losgeht. Das lag an den KI-Spielern, das heißt an den Bots. Die haben irgendwie den Fehler ausgelöst. Natürlich gibt es den Fehler ab und zu wieder, aber das ist jetzt so, die wollen das jetzt fixen, also reparieren quasi, dann nächste Woche das Update rausbringen. Hä, was für ein Update? Ja, ich habe das Video dazu hochgeladen, Leute. Das letzte Video könnt ihr abchecken. Nächste Woche kommt ein Update, was da drin ist. In diesem Video habe ich das erwähnt. Und dann, wenn die das reinbringen, wieder diesen Modus oder die KI-Spieler, dann ist alles wieder in Ordnung. Dann kann man die Runden einfach dann suchen und dann gehen die auch los. Da hat man die Bots auch wieder am Start. Also sonst komme ich gleich zu einem Punkt noch, wie ich die finde, die Bots, ob ich die gut finde oder nicht. Aber erstmal, Leute, die langen, großen Schlachten sind am Start. Es macht so Spaß, endlich mal richtig lange Schlachten hier in Star Wars Battlefront 2. Manchmal gehen die auch richtig lange, deswegen habe ich das auch im negativen Punkt auch erwähnt, weil ich finde, es sollte nicht zu lange gehen, dass es länger geht, ist richtig gut. Da ist jeder Mensch ein bisschen so subjektiv anders, denkt dann, okay, das dauert mir zu lange, finde ich lieber galaktischer Angriff besser. Aber ich finde halt die langen Schlachten richtig geil, man kann gut, ja, gut abgehen. Ich habe auch schon Highscores gesehen von euch. Und von anderen natürlich, die haben heftige Gameplays hochgeladen, 200 plus, 300 plus, 400 plus. Und das ist natürlich richtig geil, in dem Modus kann jeder was reißen. Fair für jeden, finde ich. Und dann finde ich halt das noch richtig gut. Es gibt 5 Einsatzziele. Es gibt da Spiele mit Herrschaft oder Eroberung, die haben nur 2 oder 3 Einsatzziele. Ich finde das ein bisschen zu wenig, weil dann ist das ganze gegnerische Team oder alle treffen sich dann in diesen 2 Punkten und dann wird da gespammt mit Granaten, Explosivfeuer, Geschützen und so weiter und das finde ich halt ein bisschen zu viel. Mit 5 Einsatzzielen hast du so eine richtig geile Dynamik. Du siehst manchmal die Gegner zwischen B und A, zwischen C und D und auch an den Flaggen wird eingenommen. Du siehst, oh, die Gegner nehmen jetzt ein, da sind aber nicht 1000 Millionen Gegner, sondern vielleicht 2, 3. Dann hat man natürlich eine Chance, wenn man Kollegen dahin geht oder auch alleine die dann flankiert oder so. Das macht mega viel Spaß. Also richtig geil mit 5 Einsatzzielen.
finde ich das richtig gut. Dann finde ich das auch noch richtig gut, dass es zwei Maps gibt. Erstmal planetarisch Geonosis und dann ist mal ein Großraum auch noch am Start, nämlich die Großraum-Maps, die sind auch richtig geil. Es sind zwei verschiedene, das heißt, wenn die Separatisten hochfliegen oder die Republik, sind zwei unterschiedliche Maps, aber ich sage dazu trotzdem zwei Maps, weil das ist einmal Großraumschiffkampf und natürlich auf Geonosis. Also ich finde beides richtig geil, macht mega viel Spaß und das finde ich halt das Geile. Zwei Maps in einer Runde, das ist halt das Geile. Das könnten die auch mal galaktische Angriff mal testen, oder? Wäre mal was. Dann auf jeden Fall komme ich jetzt zu den Bots. Die Bots haben die richtig gut hinbekommen. Ich weiß nicht wie, aber die haben es geschafft. Absolut gut hinbekommen. Die sind nicht einfach so, die stehen nicht einfach rum und du tötest die und machst einfach deine Free Kills. Nein, die schießen richtig gut zurück und treffen auch. Die sind einfach zielsicher. Treffen auch richtig gut und rollen sich auch. Es spielen wie richtige Gegner, einfach Online-Gegner und verteidigen noch Einsatzziele. Also wie die das hinbekommen haben. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen, wie so krass die KI-Spieler hinbekommen haben. Es macht so Spaß mit KI-Spielern. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass die jetzt weg sind. Aber die kommen nächste Woche wieder. Also ja, eine Woche halten wir noch aus. Und so lange können wir halt die Online-Spieler halt weghauen. Das macht mega Spaß, Leute, mit den Bots. Dann finde ich halt richtig gut, da komme ich jetzt zu Geonosis. Das war eine gute Wahl, Geonosis zu nehmen, denn die haben das richtig gut hinbekommen. Also es ist gut gestaltet, ziemlich groß mit Hügeln und so, wenn man das sagen darf. Und nicht nur einfach flach, einfach platt. Die haben das einfach perfekt gestaltet. Also finde ich richtig gut und bin gespannt auf neue Maps. Dazu komme ich aber gleich. Und ich finde es auch richtig gut, dass sie diesen Großraumkampf, Großraumschiffkampf auch gut gemacht haben. Der ist nicht so wie Todesstern 2, dass da Granaten gespammt wird, Geschütze ohne Ende, sondern der ist einfach auch wirklich dynamisch. Das ist, die Maps sind auch sehr lang, finde ich, weil ich dachte, so klein, kurz, wie galaktischer Angriff, so sind Einsatzziele einfach, ich sag mal, so gesperrt, da hat man diesen 10-Sekunden-Countdown. Nein, das ist viel, viel länger. Also man kann da viel, viel länger rumlaufen. Natürlich kann, sagt der ein oder andere, ja, man kann aber da nicht rumlaufen, die Türen sind immer zu. Aber ich finde das halt besser, weil die Gegner sind dann, da trifft man mehr auf Gegner. Weil wenn man dann überall langlaufen kann, dann trifft man weniger Gegner. Also ich finde das so besser und richtig gut. Das würde mich mal interessieren, wie das wäre, wenn KI-Spieler da auch noch drin wären. In einem Großraumschiff. Das wäre richtig geil. Oder mal zum Testen halt, ne? Also bin ich mal mega gespannt, wie es da noch abläuft mit weiteren Maps. Dann finde ich das halt richtig gut, dass es fair für beide Teams ist. Für beide Teams ist es einfach perfekt abgestimmt. Also ich habe noch nie, beziehungsweise ich habe mir das immer so gewünscht, dass es einfach komplett gebalanced ist. Natürlich kann man jetzt sagen, Anakin Skywalker, oh nein, Anakin Skywalker, aber der wird ja sowieso nächste Woche runtergepatcht. Das Video habe ich ja da hochgeladen, könnt ihr natürlich anschauen. Was genau an ihnen geändert wird, hoffentlich. Ich denke mal die mittlere Fähigkeit, wie im Video erwähnt. Aber ja, Leute, so viel dazu. Erstmal finde ich das fair für beide, weil wenn man jetzt zum Beispiel hochfliegt mit den Separatisten, hat die Republik noch die Chance und schlägt dann zurück, gewinnt dann unten auch noch Geonosis und dann geht's hoch für die. Ja, dann geht's hoch für die und danach müssen die das schaffen und wir können dann zurückschlagen und haben dann wieder eine Chance. Es ist einfach so gut ausgeglichen. Also ich feiere diesen Modus richtig krass und das sind die positiven Vorteile, also die positiven Aspekte. Ich komme jetzt zu den negativen, nämlich manchmal gehen die Runden zu lange. Das seht ihr vielleicht auch so, manchmal gehen die Runden 2 Stunden oder länger. Das finde ich ein bisschen zu krass, ein bisschen zu viel. Auch 1,5 Stunden ist ziemlich grenzwertig. Da würde ich das halt besser finden, wenn es halt so ein Limit gibt, dass sie sagen, höchstens 60 Minuten, mehr nicht. Aber ja, das müssen wir halt mal selber schauen. Manchmal gehen die Runden zu lange. Da hat man natürlich auch was zu tun. Man muss schlafen oder andere Sachen machen. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann finde ich die nervigen Bugs natürlich etwas, was nicht schön ist. Nämlich manchmal gehen die Runden nicht los. Das kennen wir ja alle. Das wird ja nächste Woche gefixt. Aber das nehme ich auch noch zu den negativen Punkten mit rein. Das betrifft uns alle. Deswegen finde ich halt besser, wenn das mal weg ist. Wurde jetzt reduziert, weil die Bots draußen sind. Aber ich glaube, das gibt es immer noch, diesen Fehler. Dann gibt es einen Fehler, Blackscreen, nämlich mitten in der Runde, erste Phase, planetarisch auf Geonosis, fliegst du dann hoch und dann denkst du, okay, jetzt geht's ab. Nein, da kommt Blackscreen und dann passiert nichts. Die Leute gehen raus, weil einfach nichts passiert, schwarzer Bildschirm, nichts passiert, das ist letztens uns erst passiert. Ja, sehr, sehr schade, traurig, da muss man raus, neu suchen. Das finde ich halt nicht so schön, das müsste auch geändert werden. Dann eine neutrale Sache. Warum neutral? Weil da kommen noch Maps, denn ich habe hier den Punkt zu wenige Maps. Eine Map ist ja zu wenig, manchmal nicht so abwechslungsreich. Ich finde den Modus aber richtig gut und da ich diese positiven Sachen erwähnt habe, dass Geonosis gut gestaltet ist, finde ich das nicht so schlimm wie alle anderen, also wie manche anderen.
Deswegen finde ich das gut, deswegen habe ich das zu nur 3 Punkten, weil auch neue Maps kommen, das wurde schon bestätigt. Und vielleicht kommt ja nächsten Monat schon Naboo Theed. Das hat nämlich der Community Manager ja auch schon gesagt, dass Naboo Theed kommt, aber wir wissen halt nicht wann. Ich hoffe mal nächsten Monat im April, wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so, dann warten wir ein bisschen länger, aber neue Maps kommen und ich kann es gar nicht mehr erwarten, auf neue Maps dann zu zocken. Das wäre richtig geil, wenn auch brandneue Maps kommen. Das wäre richtig geil, die wir ja nicht in Star Wars Battlefront 2 nicht haben. Zum Beispiel Mustafar, Utapau und so weiter. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch mal jetzt eure Meinung da in die Kommentare. Ich bin mega gespannt auf eure Meinung. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Kommentieren, bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.